Wir Menschen beherrschen die Natur, noch bevor wir verstanden haben, uns selbst zu beherrschen. Thema heute: SARMs, selektive Androgenrezeptormodulatoren. Wie können wir SARMs einsetzen? Welche Möglichkeiten haben wir? Was sind die gegebenen Nebenwirkungen? Was sind die Reaktionen? Und wie können wir SARMs im Falle der sportlichen Leistungssteigerung, aber auch in der Therapie sinnvoll einsetzen? Hallo und herzlich willkommen. SARMs sind selektive Androgenrezeptormodulatoren. Um zu verstehen, wie SARMs wirken, müssen wir natürlich zunächst einmal die Frage klären, was ist überhaupt ein Androgenrezeptor? Ein Androgenrezeptor ist ein Steroidrezeptor, ein sogenannter Nuklearrezeptor. Der wird stimuliert von außen und führt zu einer Konformationsänderung, einen Second Messenger, der an unserer DNA bindet und dadurch eine Veränderung der Transkriptionsrate der DNA in RNA auslöst. Und hier gibt es eine zytosolische Messenger-RNA und die führt dann dementsprechend zu einer gesteigerten Proteinbiosynthese. So viel zum Androgenrezeptor. Androgenrezeptor, muss man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, können sich in unserem Leben verändern. Das bedeutet, die Konformation kann sich verändern durch toxische Einflüsse, durch pharmakologische Einflüsse, durch Alterungsprozesse, aber natürlich auch die Zahl der Androgenrezeptoren kann sich im Laufe des Lebens verändern. Die Anzahl unserer Androgenrezeptoren, die ist unterschiedlich. Wir haben in unterschiedlichen Regionen unseres Körpers, in unterschiedlichen Organen auch verschiedene Ausprägungen von Androgenrezeptoren. Die kann sich durch Training steigern, die kann sich aber durch Inaktivität reduzieren oder dementsprechend auch durch die Gabe von Hormonen. Wenn wir uns Androgenrezeptoren anschauen, dann ist natürlich die Frage, was müssen wir tun, um diese Androgenrezeptoren zu stimulieren, wenn wir unser Ziel verfolgen, mehr Muskelmasse aufzubauen oder demzufolge auch Fett abzubauen, was für die meisten Männer eine erklärte Zielsetzung ist, aber auch immer mehr für Frauen. Des Weiteren muss man dafür zusagen, dass wir heute sehr viele hormonelle Dysregulationen haben. Wir finden das in der Therapie, wir finden das bei chronischen Erkrankungen. Also die Hormone spielen heute eine ganz, ganz tragende Rolle, wenn es darum geht, Krankheiten zu erfassen, aber zu verstehen und vor allem auch zu therapieren. Hier spielt natürlich das Testosteron eine ganz wichtige Schlüsselrolle. Das primäre männliche Sexualhormon, das aber auch im Körper der Frau synthetisiert wird, ist ganz wichtig, wenn wir unsere physiologischen Funktionen verstehen wollen. Testosteron hat Einfluss auf die Zellfunktion, auf die Sexualfunktion, auf die Psyche, auf den Stoffwechsel. Und bitte beachten, nicht nur beim Mann, sondern auch bei der Frau ist das Testosteron für diese eben besprochenen Bereiche sehr, sehr wichtig und führt, wenn es nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist oder produziert werden kann, zu Symptomen, die schlussendlich als Krankheiten gedeutet werden. Zum Beispiel die Depressionen, der Diabetes mellitus, der hohe Blutdruck, der niedrige Blutdruck. Hier spielen überall die Sexualhormone eine ganz wichtige Rolle. Nicht zuletzt bei erektiler Dysfunktion des Mannes, Libidoverlust oder auch dementsprechend psychische Stimmungsschwankungen, alles, was man in diese Richtung dann interpretieren kann. Doch zunächst einmal, was verstehen wir unter SARMs? Wenn wir SARMs einsetzen, dann kann man davon ausgehen, das sind selektive Androgenrezeptormodulatoren, die keine hormonelle Wirkung haben. Das bedeutet also, SARMs stimulieren den Androgenrezeptor, ohne hormonelle Reaktionen nach sich zu ziehen. Das bedeutet also, Testosteron zum Beispiel hat einen Einfluss auf die Libido. Testosteron kann ja im Körper des Mannes, aber auch im Körper der Frau, in zwei Richtungen reagieren. Einmal wird Testosteron in seinem Syntheseweg umgewandelt über die Aromatase zu Estradiol. Im anderen Weg über die 5-Alpha-Reduktase zu Dehydrotestosteron, dem eigentlich wirklich wichtigen Androgen des Mannes, das die allermeisten Reaktionen auslöst, wie aggressives Verhalten, Haarwachstum,
teilweise Steigerung der Libido, aber auch für die Stickstoffmonoxidbildung in den Schwellkörpern des Mannes. Das bedeutet also auch eine Erektion, die eine physiologische Reaktion ist, hängt am Dehydrotestosteron und nicht am Testosteron. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt SARM selektiv einsetzen, dann haben wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit einen Stimulus auf das Muskelwachstum. Nehmen wir zum Beispiel mal eines der bekanntesten SARMs, das Ostarin, das Endobosarm. Das Endobosarm, das ist ein Synonym zum Ostarin und das ist ein selektiver Androgenrezeptormodulator, der relativ bekannt ist, als der SARMs, das die meisten Studien durchlaufen hat und es gibt dann auch immer noch keine Zulassung zu den SARMs. Das ist eigentlich das Problem, zumindest im Humanbereich gibt es nicht viele Zulassungen und nicht viele Erfahrungen. Und wenn ein SARMs zugelassen wird, dann ist das sicherlich das Ostarin, weil es hierzu die allermeisten Erfahrungen gibt inzwischen. Allerdings muss man sagen, dass die positive Wirkung auf den Muskel und auf den Knochen, das heißt also Muskelwachstum und Knochenwachstum, aber auch Regeneration von Sehnen bei den SARMs mittlerweile nachgewiesen ist. Jetzt ist es so, die SARMs haben insofern, weil sie weder in Östrogen, also 17-Beta-Estradiol, noch in demzufolge dann Dehydrotestosteron umgewandelt werden können, einige der Nebenwirkungen nicht. Doch sind die Wirkungen auf den Muskelstoffwechsel die gleichen? Und das ist die Frage, um die es eigentlich heute geht. In den androgenen Geweben wirken die SARMs als partielle Agonisten, in den anabolen Geweben als volle Agonisten. Das bedeutet also, wir haben einen positiven Einfluss auf das Muskelwachstum, aber wir haben keinen Einfluss auf das Prostatawachstum zum Beispiel. Es ist so, einige SARMs haben agonistische Wirkungen auf Androgenrezeptoren in der Hypophyse und reduzieren somit LH und FSH. Das heißt also, schlussendlich haben wir auch bei den SARMs einen geringen Einfluss auf die negative Rückkopplung. Das bedeutet, der Hypothalamus steuert ja über GnRH, den Hypophysenvorderlappen, und der Hypophysenvorderlappen schüttet in dem Fall LH und FSH aus, also follikelstimulierendes Hormon und luteinisierendes Hormon, das dementsprechend die testikuläre Funktion steuern, einerseits die Spermatogenese und auf der anderen Seite die Testosteronproduktion. Das sind wichtige Faktoren, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. Noch einmal zu der Thematik Androgen, Anabol. Man diskutiert ja immer, wie Androgen, wie Anabol ist ein Steroid. Beim Testosteron ist das Verhältnis ausgeglichen, 50-50, also 100 Androgen, 100 Anabol. Wie hat man das überhaupt entdeckt? Es gibt hier Tests, die man relativ oberflächlich bezeichnen muss. Und zwar hat man an Ratten dementsprechend den Testosteron zugeführt wurde, gemessen das Gewicht, wie stark hat das Gewicht zugenommen, das Levator ani, das ist ein Muskel, ein dünner Muskel im Beckenboden und im Verhältnis zum Gewicht der Prostata bestimmt. Und wenn jetzt das Gewicht, das Levator ani, entsprechend zugenommen hat, dann ging man von einer anabolen Ratio aus. Wenn das Gewicht der Prostata zugenommen hat, eben demzufolge von einer androgenen Ratio. Also das ist eine relativ ungenaue Geschichte. Und deswegen in der Praxis eigentlich ziemlich vernachlässigbar. Man kann das nur als ungefähre Maßgabe annehmen und demzufolge auch nur einigermaßen einordnen. Demzufolge muss man sagen, dass das beim Testosteron wichtig ist, wenn wir uns über die Therapie unterhalten. Denn Testosteron ist, wie ich in einigen Videos schon gesagt habe, weiß Gott, keine ideale Dopingsubstanz, weil Testosteron im supraphysiologischen Bereich, vielleicht schon im physiologischen Bereich, immer aromatisiert. Und demzufolge ist es natürlich ein Problem, wenn ich jetzt eine Leistungssteigerung hervorrufen möchte durch den Einsatz von Testosteron, dann gelange ich immer in den Bereich der Aromatisierung. Das kann ich natürlich wieder blocken, indem ich Aromatase-Inhibitoren einsetze, Arimidex, Letrozol, Exemestan, die aber ihrerseits auch wieder ganz gravierende Nebenwirkungen haben, vor allem auf die Psyche, auf die Regeneration der
radiotropen Gewebe, also Sehnen, Bänder, Ligamente, im weitesten Sinne Faszien. Und insofern muss man schon sagen, stellt das natürlich den Einsatz von Testosteron im Leistungssport immer wieder in Frage. Deswegen gibt es ja die Anabolika. Aber auch die Anabolika haben immer noch diese androgene Partialwirkung mit negativem Einfluss, zum Beispiel im Bereich Dehydrotestosteron, Haarausfall, androgene Nebenwirkungen, fettige Haut, bei Frauen Virilisierungserscheinungen, Stimmvertiefung, Gesichtsbehaarung, Hypertrophie der Klitoris. Diese Dinge hätte ich, wenn ich allein den Androgenrezeptor betrachte, eben ausgeschlossen. Das bedeutet also, eine Substanz wie ein SARMS, ein selektiver Androgenrezeptormodulator, stimuliert insofern einzig und allein den Androgenrezeptor. Aber sind die Auswirkungen auf das Muskelwachstum auch die gleichen? Fragen stellen sich zum Beispiel, was passiert mit den Satellitenzellen? Beim Testosteron wissen wir, dass die Gabe von 300 bis 600 Milligramm Testosteron pro Woche eine deutliche Hypertrophie sowohl der Typ 1 als auch Typ 2 Fasern bewirkt, aber auch eine verstärkte Hypertrophie der Satellitenzellen. Aber haben wir das bei den SARMs auch? Das ist im Moment noch relativ unklar. Man weiß im Augenblick, dass SARMs zu einer Hypertrophie führen, die nicht so stark ausgeprägt ist wie beim Testosteron, aber dennoch ganz klar vorhanden ist. Und dass SARMs nicht wirken, kann man nicht behaupten. Das wäre ad absurdum. SARMs wirken im Prinzip wie die SERMs, die selektiven Östrogenrezeptormodulatoren wie Clomiphen und Tamoxifen. Also auch diese wirken natürlich in einer ganz anderen Richtung. Aber schlussendlich muss man sagen, dass einige Dinge im Bereich der SARMs noch unklar sind, wenngleich man auch bislang sagen kann, dass die mesenchymalen Stammzellen der myogenen Linie, die durch Testosteron stimuliert werden zur Differenzierung und die Hemmung der adipogenen Linie, also die Adipozyten, Testosteron hemmt ja auch die Entwicklung der Adipozyten der Fettzellen, dass diese Differenzierung in Präadipozyten durch SARMs ebenfalls ausgelöst werden können. Das heißt, um es einfach zu sagen, Testosteron führt zu einer verstärkten Hypertrophie und zu einem Ansprechen der Satellitenzellen. Das bedeutet also die Novosynthese von kontraktilen Elementen. Und das ist bei den SARMs im Augenblick ebenfalls gegeben. Das bedeutet also, wir haben in beiden Bereichen, wenn wir nur den Androgenrezeptor stimulieren, einen positiven Einfluss auf die Proteinbiosynthese. Wir haben einen hemmenden Einfluss auf die adipogenen Zellen, also auf die Zellen, die Adipozyten, die Fettzellbildung. Und es ist ziemlich ähnlich in der Wirkung mit der Gabe von Testosteron. Aber so wie es im Moment ausschaut, ist es so, dass das Testosteron entscheidende negative Konsequenzen mit sich bringt, nämlich allen voran die Aromatisierung bei Männern, aber die Virilisierung der Frauen sollte nicht vernachlässigt werden. Und da wir heute im Leistungssport, im Fitnessbereich hier kein Geheimnis mehr daraus machen können, dass auch Frauen, sogar Bikini-Mädchen, anabole androgene Steroide konsumieren, siehe nur Oxandrolon, erscheint der Einsatz von SARMs zumindest in diesem Bereich überaus interessant. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, die sich relativ schnell stellt, kann ich SARMs mit Testosteron kombinieren und dadurch vielleicht sogar einen positiven Benefit erfahren? Ich glaube nicht, denn es ist so, die Anzahl unserer Androgenrezeptoren ist begrenzt. Und viele SARMs, vor allem die neueren SARMs, binden zumindest gleich stark, wenn nicht stärker, an den Androgenrezeptor wie das Testosteron. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich SARMs einsetze und das SARMs, das selektive Androgenrezeptormodulator, bindet an den Androgenrezeptor, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, ich habe demzufolge viel freies, nicht gebundenes Testosteron und hier besteht die Gefahr der Aromatisierung. Das bedeutet also, der Einsatz von SARMs sehe ich persönlich im Augenblick nach meiner bisherigen Erkenntnis nicht in Kombination mit anabolen Androgensteroiden, sondern entweder als Alternative bei
Patienten, bei Menschen, die teilweise unter Osteoporose leiden, unter Muskelschwund leiden, bei denen sich aus welchen Gründen auch immer der Einsatz von Anabolika oder von androgenen Steroiden im Sinne von Testosteron verbietet oder nicht angezeigt ist. Im Sportbereich für Athleten, die Testosteron, den Einsatz von Testosteron ablehnen. Der zweite ganz wichtige Punkt, auch bei einer Testosteronersatztherapie, kommen wir in die Bereiche, wo man sagen muss, ein junger Athlet, ein junger Mann, dem Testosteron fehlt, und hierzu sehe ich tagtäglich sehr viele, steht natürlich bei der Fragestellung Hormonersatztherapie ja oder nein immer vor der Problematik, wenn ich von extern Testosteron zuführe, dann komme ich in den Bereich auch bei physiologischen Dosierungen der Infertilität. Das heißt, der junge Mann, 25 Jahre, niedriges Testosteron, 300 Nanogramm pro Deziliter, kommt mit der Fragestellung, Testosteron substituieren oder nicht. Ist natürlich immer auch die Frage, wie hoch ist der Leidensdruck, wie ist die Symptomatologie. Und bei den meisten jungen Männern ist die Symptomatologie dergestalt ausgeprägt, Libidoverlust, nachlassende körperliche, sexuelle Leistungsfähigkeit, Erektionsstörungen oder Erektionen gar nicht mehr vorhanden, keine morgendlichen Erektionen, Depressionen. Man kann als Mann mit niedrigem Testosteron nur schwer als Mann funktionieren, denn ich kann im Äußeren nichts kaschieren, was im Inneren nicht stimmt. Insofern wäre hier der Einsatz von SARMs zumindest mal, was den positiven Einfluss auf die Osteoporose betrifft und den negativen Einfluss eines Testosterondefizits auf die muskuläre Erhaltung und den Zustand der Muskelkraft eindeutig zu diskutieren, meines Erachtens. Einfluss auf Libido und auf Erektionsfähigkeit scheinen die SARMs nicht zu fördern. Insofern ist der Einsatz von SARMs eventuell nur partiell zu befürworten. In einigen Bereichen könnte man dann mit Proviron arbeiten, also einem Dehydrotestosteron-Derivat. Nur ist da die Fragestellung nach Rezeptoraffinität. Würden die SARMs den Einsatz und das Andocken von Proviron als reines Dehydrotestosteron verhindern? Das ist eine Frage, die kann man in der Therapie und in der Sprechstunde dann dementsprechend diskutieren. Das wäre zumindest eine Möglichkeit für Männer, die ihre Zeugungsfähigkeit erhalten möchten. Wir haben mit dem Proviron den großen Vorteil, dass es zumindest nach heutiger Erkenntnis nicht stark die testikuläre, die endogene Testosteronproduktion supprimiert. Insofern hätten wir mit dem SARMs einen günstigen Einfluss auf die Muskelentwicklung, auf den Muskelstoffwechsel, auf die durch Testosteron, wenn defizitär sich entwickelnde Osteoporose. Das sind ganz wichtige Faktoren. Und heute wissen wir, wie gesagt, dass Testosteron einen ganz deutlichen Effekt hat auf die Hemmung der Präadipozyten und auf die Veränderung der Satellitenzellen in positiver Hinsicht. Und das scheint bei den SARMs ebenfalls gegeben zu sein. Fassen wir kurz zusammen. Ich rekapituliere. SARMs binden an den Androgenrezeptor ohne die Wirkung der androgenen Reihe. Das bedeutet also, ich habe, wenn ich SARMs einsetze, keine Risiko oder nicht das Risiko der Aromatisierung, der verstärkten Bildung von Dehydrotestosteron. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, Testosteron supprimiert schon in niedrigster Dosierung die endogene testikuläre Funktion. Das bedeutet, der Mann wird, auch wenn er bona fide nur eine Substitutionsbehandlung durchführt, weil ihm ja endogen Testosteron fehlt, trotzdem in jedem Fall infertil. In weiten Teilen zu 96-98% wird der Mann, der jetzt mit Testogel substituiert oder Testosteron ernannt hat, meinetwegen 250 Milligramm alle 10 Tage, wie auch immer das administriert wird, da gibt es jetzt ganz, könnte man stundenlang darüber diskutieren, jeder hat irgendwie eine andere Auffassung. Der eine bevorzugt das Gel, der andere Propionat, der wieder andere Enantat, Cyprinat, Decanoat, was auch immer. Das führt zu weit. Schlussendlich ist es so, dass wir durch den Einsatz von Testosteron unsere Fertilität zerstören. Und jetzt könnte man darüber nachdenken, ob wir im Einsatz mit SARMs in einer durchdachten
Hormone Replacement Therapie, vielleicht mit Proviron, vielleicht mit anderen Faktoren, hier positiv eingreifen können. Gerade bei jungen Männern, denen Testosteron fehlt und wir im Augenblick keine wirkliche Handhabe haben. Die klassische Schulmedizin steht hier, wie so in vielen Fällen, mit dem Rücken an der Wand. Wie sieht es mit älteren Menschen aus, denen Muskelmasse fehlt, die kontraktilen Elemente teilweise sich verändern, deren Muskeln als wichtigstes Bewegungsorgan, man muss sich ja vorstellen, Muskeln sind Bewegungsorgane. Das hat jetzt mal mit dem Körperkult, möglichst groß, stark zu sein, dass teilweise Kompensationsmechanismen sind, aufgrund von mangelndem, sagen wir mal, Selbstbewusstsein. Das hat mit dem jetzt mal überhaupt nichts zu tun, sondern was wir in der Medizin auch verstehen müssen und hoffentlich bald auch verstehen, Muskeln sind ganz wichtige Bewegungsorgane. Und wenn wir muskuläre Atrophien vorweisen, weil wir nicht genügend Sexualhormone haben, im Sinne vom Testosteron, im Sinne vom Dehydrotestosteron, nicht richtig funktionieren, dann müssen wir da eingreifen. Und nicht alles ist immer gleich ein Dopingwunsch. Oder nicht jeder Patient, auch junge Mensch, der sich beim Arzt vorstellt, ist ein Dopingsünder. Sondern sehr häufig fehlt diesen Männern einfach Testosteron. Das kann bedingt sein durch Veränderung der Darmflora, das kann bedingt sein durch Nebennierenrindenschwäche, allen voran Schwermetallbelastungen. Aber ich möchte in diesem Video ganz klar expresses verbis darauf hinweisen, dass der Einsatz von SARMs eine Möglichkeit sein kann, einem jungen Athleten zu helfen, a. auf anabole androgene Steroide zu verzichten. Größter Vorteil, nicht suppressiv. Zweiter Vorteil, keinen negativen Einfluss auf die Zeugungsfähigkeit. Frauen, ganz wichtiges Thema. Sehr viele Bikini-Mädchen, sehr viele Bodybuilderinnen sind versucht, gezwungen, anabole androgene Steroide einzusetzen. Neben dem Wachstumshormon, dem Schilddrüsenhormon, dem Spiropent, wäre hier der Einsatz von SARMs sicherlich sehr, sehr ratsam. Zumindest mal probatorisch, weil die negativen Auswirkungen auf die Virilisierung von den SARMs eben nicht gegeben sind. Deswegen würde ich diesen Rat allen Bikini-Mädchen geben, bevor ich anfange mit Boldenon, mit Oxandrolon oder anderen anabolen androgenen Steroiden, könnte man Ostarin beispielsweise oder einem anderen SARM zumindest mal eine Chance geben, natürlich immer unter Kontrolle. Und das ist mein nächstes Anliegen. Wenn du mit dem Gedanken spielst, SARMs einzusetzen, sowie anabole androgene Steroide, dann hole dir professionellen Rat. Auch SARMs, wenn sie nicht aromatisieren, wenn keine Virilisierungserscheinungen bekannt sind, dann sind das keine Spielsachen für irgendwelche Fitnesscoaches, sondern SARMs sind ebenfalls pharmakologische Wirkstoffe, die in die Hand des Pharmakologen gehören oder des Mediziners. Ein ganz wichtiger abschließender Hinweis, wenn man es am Herzen liegt. Wenn du Fragen hast, können wir gerne online ein Gespräch vereinbaren. Und ich werde versuchen, auf all deine Fragen einzugehen und Hilfestellung zu geben oder Einstellungen im Bereich SARMs, anabole, androgene Steroide, Wachstumshormone, Schilddrüsenhormone oder was auch immer notwendig ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.